wichtigste Künstlerin ist gerade eben noch aufgetreten in der Kulisse. Das sind alles Namen, die, wenn es schlecht läuft, in ein paar Jahren man nur noch in Geschichtsbüchern nachlesen kann. Ja, aber, die es nicht mehr gibt. Aber nicht die Namen der Künstlerin, die jetzt kommt. Die wird überleben, egal welche Pandemien dieses Land aus den Fugen geraten lässt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, begrüßen Sie jetzt die formidable Menschendarstellerin Nadja Malé. Dankeschön, ich freue mich hier zu sein. Madame, spüren Sie das? Spüren Sie das, diese Aufbruchstimmung? Trotz allem Aufbruch. Kennen Sie das, wenn Sie morgens voller Elan aus dem Bett hüpfen, topfit sind und die ganze Welt niederreißen könnten? Ja, ich auch nicht. Na, es ist eher anstrengend. Na, obwohl ich komme gerade von meinem Auftritt in der Kulisse, hat alles geschmeidig funktioniert. Ich liebe Wien. Ich bin ja eine waschechte Wienerin. Wirklich, also ich bin in Wien geboren, in Wien aufgewachsen, ich lebe in Wien, ich bin eine waschechte Wienerin. Obwohl bei mir ist es so, da wird noch reingeredet, bei mir ist es so, ich habe von beiden Elternteilen Migrationshintergrund. Tatsächlich von beiden Elternteilen meine Eltern, es ist so, mein Vater kommt aus Syrien und meine Mutter noch viel exotischer aus Tirol. Ich kann also sagen, Fundamentalismus ist mir von beiden Seiten bekannt. Da klatschen nicht die Tiroler. Und mein Name ist ein arabischer Name und wird im Original natürlich auch arabisch ausgesprochen. Also wenn Sie mich korrekt aussprechen wollen, mein Name ist Nadja Malech. Malech. Also M-A-L-E-H, das H hinten ist ein Ech. Malech. Ja, aber damit Sie nicht jedes Mal das Gefühl haben, Sie müssen speiben, wenn Sie meinen Namen aussprechen, nenne ich mich Malech. Ein langes E und ein stummes Ech. Ich liebe Wien und ich bin natürlich sehr offen für andere Kulturen, das ist ja ganz klar. Ich finde, man kann von jeder Kultur etwas lernen, wirklich auch historisches Wissen, zum Beispiel von den Russen. Die Russen wissen ganz genau Bescheid über den Beginn der Menschheit, ja, wie das alles angefangen hat mit Adam und Eva. Privet, das ist Russisches. Hallo. Ich heiße wie der größte Fluss Europas, nur ohne W. Olga. Russische Frau ist gute Frau. Man sagt, die erste Frau der Welt. Eva. Sie muss gewesen sein, eine Russin. Weil nur eine Russin ist in der Lage, sich nackt und mit einer halben Apfel in der Hand vorzustellen, sie ist im Paradies. Da kann man was lernen. Da kann man sich inspirieren lassen. Ich meine, Österreich ist natürlich das schönste Land. Österreich ist toll. Deswegen wollen auch so viele nach Österreich. Aber das Boot ist voll. Behaupten zumindest einige österreichische Politiker. Gut, was soll man da sagen? Na, vielleicht so viel, wer mit Bananen zahlt, muss mit Affen arbeiten. Nein, aber Österreich ist wirklich toll. Ich bin leidenschaftlicher Österreicher. Und die Österreicher an sich, die wären ja eigentlich recht offen für fremde Kulturen. Zum Beispiel, wer geht nicht gern, weiß ich nicht, italienisch essen? Ciao, mi chiamo Lucia. Ich heiße Lucia und ich bin eine Köchin. Capisce? Kochen, cucina, kochen, mangiare. Das ist eine große Kunst, kochen mit Gefühl, mit der sinnlichen Lebensfreude, mit der Fleißeslust. Ich habe für Sie vorbereitet wunderbare italienische Speisen. Erst Antipasti, das Vorspiel, dann prime, secondi piatti, der Höhepunkt und dann dolci. Nacke Speise, zart und bitter, ein Tiramisu, ein Zitronensorbet, am besten serviert im Bauchnabel einer italienischen Köchin. Da gibt's genug Platz für eine ganze Familienportion. Buon appetito. Das ist doch anregend, da kann man was lernen. Oder bitte, wer geht nicht gern italienisch essen oder indisch essen? Namaste. Namaste, ladies and gentlemen. My name is Mandala and I come from India. Namaste. People, come to India, a country full of wisdom, full of spirituality, and very spicy food that blasts the shit out of your body. Come to India and visit me and my grandmother Ganga. She is wise. She is my spiritual guru. And my grandmother Ganga, she always said to me, Mandala, she said to me, Mandala, time is hard. Life is small. Take it easy. Fuck it all. Da kann man was lernen. Das ist inspirierend. Oder, meine Damen und Herren, wirklich unterm Strich.
unterm Strich müssen wir doch zugeben, die anderen und wir, das gehört zusammen. Wir und Wien, das gehört zusammen. Sie und ich, das gehört zusammen. Manche Dinge machen für sich alleine einfach keinen Sinn. Die gehören zusammen. Ich hab ne Wohnung und du hast den Schlüssel. Ich hab ein Müsli und du hast die Schüssel. Ich hab ne Brille und du hast das Buch. Ich bin der Segen und du bist der Fluch. Ich hab Migräne und du die Tablette. Hab ein Feuer, du die Zigarette. Ich bin der Schnee und du bist mein Mann. Ich bin der Hauptfilm und du mein Vorspann. Wir gehören zusammen. Schatten und ich bin das Licht. Wir gehören zusammen, ob du's willst oder nicht. Du machst den Schatten und ich das Rampenlicht. Ich hab nen Deckel und du den Topf. Ich hab ne Frisur und du den Glatzkopf. Ich hab den Raum und du hast die Zeit. Ich bin die Schwere und du die Losigkeit. Wir gehören zusammen, ob du's willst oder nicht. Du hast deinen Schatten. Ob du's willst oder nicht. Erst kommt die Kür und dann kommt die Pflicht. Oder auch nicht. Ich bin das Glück und du bist der Pilz. Ich bin das Rumpel und du nur das Stilz. Ich bin die Frau und du bist der Mann. Du hast die Hosen, doch ich hab sie an. Willst oder nicht, du hast deinen Schatten und ich bin das Licht. Wir gehören zusammen, ob du's willst oder nicht. Erst kommt die Kür und dann kommt die Pflicht. Ich bin das Yin und du nur das Yang. Ich bin das Bim und du bist das Bam. Ich bin dein Maso und du bist mein Sado. Ich schieße scharf und du bist die NATO. Und das passt für beide bis dato. Das passt für beide bis dato. Das passt für uns beide bis dato. Vielen Dank. Vielen Dank. Dankeschön. Besuchen Sie die Termine dieser Künstlerin sehr gerne, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und jetzt